Als meine Mutter starb, nahmen viele an der Beerdigung teil. Es kam Beileidsbekundung und ich hatte schon das Gefühl, dass man Verständnis für mich hatte. Ich war damals aber auch gerade erst 8 Jahre alt. Für die meisten Menschen sind Beerdigungen Termine. Ich merke aber auch heute jeden Tag, dass ich keine Mutter mehr habe. Das Leben ging weiter, auch für mich. Und die Gesellschaft ist teilweise erbarmungslos. Und was ist mit alleinerziehenden Vätern? Und dass ein Elternteil stirbt, ist natürlich unmöglich. Interessiert das überhaupt irgendjemanden? Post von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Ihre Waisenrente und Schulausbildung. Wenn meine Welt doch nur noch so wäre wie auf dem Bild. Und je weiter die Zeit fortschreitet, desto weiter entferne ich mich von den Lebensjahren, die ich mit meiner Mutter hatte.